ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Konstantin Schreiber. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Bundesregierung hat offenbar entschieden, Kampfpanzer des Typs Leopard 2 an die Ukraine zu liefern. Das geht aus Informationen des ARD-Hauptstadtstudios hervor. Auch Verbündeten soll eine Freigabe für Leopard-Lieferungen erteilt werden. Medienberichten zufolge wollen auch die USA schwere Kampfpanzer zur Verfügung stellen. Die polnische Regierung hatte am Vormittag offiziell beantragt, Leopard 2 Panzer aus deutscher Produktion an die Ukraine liefern zu dürfen. Es kostet sie viel Kraft. Ukrainische Soldaten, 2 Kilometer von der Front entfernt, versuchen, diese alten sowjetischen Panzer zu reparieren. Die sind reif für den Schrott, sagt dieser Soldat. Nun scheint sich zu verdichten. Die Ukraine könnte neue, moderne Kampfpanzer bekommen, auch Leopard aus deutscher Produktion. Die Ukraine hatte zuletzt den Druck auf die Verbündeten erhöht. Wir kämpfen ums Überleben und weitere Gebiete können wir nicht befreien. Und weitere Mitbürger aus den besetzten Gebieten werden wir nicht befreien können, wenn wir unsere Soldatinnen und Soldaten ungeschützt in die Kampfzonen schicken und wenn wir keine Schützenpanzer und Kampfpanzer haben. Klar ist, Polen will in Deutschland produzierte Leopardpanzer abgeben und lässt am Vormittag wissen via Twitter, nun einen Antrag an Deutschland gestellt zu haben. Die Bundesregierung muss der Lieferung zustimmen. Ich hoffe, dass diese Antwort aus Deutschland diesmal schnell kommt, denn Deutschland verzögert, weicht aus. Das Handeln ist schwer nachvollziehbar. Aus dem Bundeswirtschaftsministerium, das im ersten Schritt zuständig ist, heißt es am Nachmittag nur, der Antrag würde mit gebotener Dringlichkeit geprüft. Verteidigungsminister Pistorius will vorbereitet sein und sich mit den Verbündeten absprechen. Welche Einheiten, welche Verbände kann ich wo zusammenschließen, die dann auch was Nachschub und Unterhaltung und Instandsetzung dann auch vernünftig versorgt werden und zum Einsatz gebracht werden können. Darauf bereiten wir uns jetzt vor. Und für den Fall einer positiven Entscheidung werden wir dann sehr schnell handlungsfähig sein. Endlich eine Entscheidung, zeitnah, erwartet die Union. Wir gehen davon aus, dass der Bundesverteidigungsminister am Donnerstag in der Aktuellen Stunde auch dazu eine entsprechende Erklärung abgeben wird, damit der Reputationsschaden, den wir in Deutschland schon längst haben, nicht noch größer wird. Die Linke fordert ein Nein zu den Leopard-Lieferungen. Die modernen Kampfpanzer drohen aber, das Kriegsgeschehen weiter zu verschärfen. Eine Eskalation kann folgen. Militärbeobachter plädieren dagegen sogar für eine direkte Panzerlieferung an die Ukraine. Eine Genehmigung für Polen würde dasselbe bedeuten. Aus der Perspektive der Russischen Föderation macht es keinen Unterschied. Sie werden das propagandistisch natürlich ausschlachten, dass die Deutschen jetzt den Polen erlauben, Leopardpanzer zu liefern. Am Ende wird die Frage nach Kampfpanzern im Kanzleramt beantwortet. Tina Hassel in Berlin, was können Sie zu möglichen Panzerlieferungen sagen? Nun, die Hängepartie um diese Lieferung an die Ukraine könnte schnell, wohl schon morgen, ein Ende finden. Das hören wir aus unterschiedlichen Quellen, auch aus dem Ausland. Die offizielle Bestätigung steht aber aus. Danach könnten die USA morgen bereits ihre skeptische Haltung aufgeben und doch ankündigen, Abrams-Panzer zu schicken. Zuerst hatte das Wall Street Journal über die amerikanische Kehrtwende berichtet. Laut unserer Quellen soll es ein Gesamtpaket werden. Das heißt, Partnerländer, die in Deutschland produzierte Leopard-Panzer besitzen, erhalten von der Bundesregierung grünes Licht, um diese an die Ukraine zu liefern. Und Deutschland wird demnach eigene Leopardpanzer aus Beständen der Bundeswehr zur Verfügung stellen. Die Lieferungen sollen aufeinander abgestimmt sein, sodass es eine einheitliche Logistik- und Versorgungskette geben kann. Und auch die Kommunikation dieser weitreichenden Entscheidung könnte abgestimmt erfolgen. Kanzler Scholz hat bei der Lieferung von Kampfpanzern immer für eine möglichst breite Koalition, auch und vor allem zusammen mit den USA, geworben. Und dies scheint nun genauso einzutreffen. Vielen Dank, Tina Hassel in Berlin. Und fragen wir nach in Washington, Gudrun Engel, wie ist dort der Stand? Ja, auch hier berichten US-Medien übereinstimmend, dass es
eine mögliche Lieferung von Abrams-Panzern durch die US-Administration an die Ukraine geben könnte. Weder das Pentagon noch das Weiße Haus wollten das in ihren Briefings gerade bestätigen noch dementieren. In beiden Fällen hieß es ganz knapp, man habe heute zu diesem Thema nichts zu sagen. Dass es jetzt aber offenbar Bewegung in Europa gibt und die Berichte, dass Deutschland bereit ist, Leopard-2-Panzer zu liefern, deuten darauf hin, dass es Bewegung in den USA auch gibt. Denn Kanzler Scholz hatte ja immer ein eng abgestimmtes Vorgehen mit den NATO-Verbündeten angekündigt und auch die Lieferung der Leopard-Panzer an die Abrams-Panzer geknüpft. Militärstrategen halten den Abrams-Panzer nach wie vor nicht für das richtige Mittel in der aktuellen Situation, aber um die politische Situation oder die politische Entscheidung zu beschleunigen, wäre das jetzt eben eine Möglichkeit. Danke, Gudrun Engel. Die Türkei ist weiterhin gegen einen NATO-Beitritt Schwedens. Ein für Februar geplantes Treffen mit schwedischen und auch finnischen Politikern, bei dem über das Thema verhandelt werden sollte, hat die Regierung in Ankara auf unbestimmte Zeit verschoben. Das berichtet das staatliche türkische Fernsehen. Anlass ist ein Vorfall nahe der türkischen Botschaft in Stockholm. Dort war am Wochenende bei einer islamfeindlichen Demonstration ein Koran verbrannt worden. Schwedens bürgerlich rechte Regierung ist kaum 100 Tage im Amt und schon mitten in einer außenpolitischen Krise. Nach einer Koranverbrennung in Schweden und anschließenden Protesten in der Türkei muss der Regierungschef erneut versuchen, die Wogen zu glätten. Wir möchten so schnell wie möglich wieder ins Gespräch kommen. Wir hatten doch über lange Zeit gemeinsam mit Finnland einen guten Dialog mit der Türkei. Neben einer Demonstration von NATO-Gegnern und Sympathisanten der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK verärgerten Ankara diese Bilder. Ein dänisch-schwedischer Extremist verbrannte nahe der türkischen Botschaft den Koran, was in Schweden erlaubt ist. Die Reaktion folgte prompt. Es ist klar, dass diejenigen, die solche Schandtaten vor unserer Botschaft zugelassen haben, von uns kein Wohlwollen mehr für ihren Antrag auf NATO-Mitgliedschaft erwarten können. 30 Länder sind bereits in der NATO. Schweden und Finnland wollen gemeinsam beitreten. Ihre Sorge vor dem Nachbarn ist seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine gewachsen. Vorsichtig deutete der finnische Außenminister an, dass sein Land die Situation neu bewerten könnte, sollte die Türkei Schweden länger blockieren. Natürlich haben wir auch Szenarien im Hinterkopf, in denen ein Land dauerhaft nicht als Mitglied akzeptiert wird. Aber noch sind wir nicht in dieser Situation. Aus Sorge vor Protesten nach der Koranverbrennung ließ Schweden heute seine Botschaft in Ankara schließen. Der Scherbenhaufen ist groß und auch die Sorge, dass es vor den Präsidentschaftswahlen in der Türkei wohl Mitte Mai nicht weitergeht mit Schwedens NATO-Beitrittsprozess. Noch ungemütlicher könnte es für die Schweden werden, wenn sich Nachbar Finnland doch noch für einen Alleingang in die NATO entscheidet. Die Parteien in Deutschland haben in den vergangenen Jahren zu viel Geld vom Staat bekommen. Das Bundesverfassungsgericht erklärte heute die Erhöhung der Obergrenze zur Parteienfinanzierung aus dem Jahr 2018 für verfassungswidrig. Damals hatten Union und SPD die Obergrenze um 25 Millionen Euro angehoben. Dem Gericht fehlt allerdings eine ausreichende Begründung dafür, wie es in dem heutigen Urteil heißt. Ob die Parteien das Geld zurückzahlen müssen, ist noch unklar. Aufwendige Mitgliederbefragungen, neue Kommunikationswege über Social Media. All das verursacht für die Parteien zusätzliche Kosten. Parteien finanzieren sich über Spenden, Beiträge und aus staatlichen Geldern. Für Letztere gibt es eine absolute Obergrenze. Die wurde 2018 außerplanmäßig von 165 auf 190 Millionen Euro angehoben. Für alle Parteien zusammen. Beschlossen mit der Mehrheit von Union und SPD. Grüne, FDP und Linke klagten dagegen mit Erfolg. Die Parteien müssen nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich und organisatorisch auf die Zustimmung und Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger angewiesen bleiben. Deshalb gelten strenge Anforderungen für eine Erhöhung der staatlichen Parteienfinanzierung. Digitalisierung und Mitgliederbefragungen könnten eine Anhebung dabei durchaus rechtfertigen. Allerdings fehlte im Gesetz von 2018 eine ausreichende Begründung. Daher sollte das jetzt Anlass für die demokratischen Parteien sein, sich zusammenzusetzen und gemeinsam zu schauen, wie eine sachgerechte, eine verfassungsgemäße Begründung der Mehrbedarfe aussehen kann.
Anträge der AfD gegen ein aus ihrer Sicht überhastetes Gesetzgebungsverfahren hatten dagegen aus formalen Gründen keinen Erfolg. Die Parteien müssen nun möglicherweise zu viel erhaltenes Geld zurückzahlen. Die Entscheidung darüber ist allerdings Sache der Bundestagsverwaltung und nicht des Bundesverfassungsgerichts. Vertreter der Parteien haben heute hier in Karlsruhe gesagt, dass sie darauf vorbereitet seien und Rücklagen gebildet hätten. In der CDU wächst der Druck auf den ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten Maaßen. Hintergrund sind Äußerungen, in denen er unter anderem einen Rassismus gegen Weiße beklagte. Generalsekretär Chaya forderte Maaßen zum Parteiaustritt auf. Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Prien will ihn andernfalls aus der Partei ausschließen lassen. Maaßen selbst sagte der Zeitung Junge Freiheit, er glaube nicht, dass er die Voraussetzungen für ein Parteiausschlussverfahren erfüllt habe. Für die etwa 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen haben die Tarifverhandlungen begonnen. Die Gewerkschaften fordern wegen der hohen Inflation 10,5% mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeber weisen die Forderungen wegen der angespannten Finanzlage zurück. Sie haben bisher kein Angebot vorgelegt. Die Verhandlungen betreffen unter anderem Erzieherinnen und Erzieher, Pflegekräfte und die Beschäftigten in der Abfallwirtschaft. Ihr Dienst beginnt, wenn die meisten noch schlafen. Karin Seibel ist die einzige Müllwerkerin in ihrem Revier bei der Abfallwirtschaft Stuttgart. Sie hat ihre Jungs voll im Griff. Nein, vorwärts, hier vorwärts rein. Okay. Ihr Job aber sagt, sie werde nicht wertgeschätzt. Oh, das ist schon ein sehr harter Job. Ist das. Also man muss da körperlich sehr gut drauf sein und konditionsmäßig auch gut drauf sein. Also sonst fragt man das nicht. Mehr Geld wäre gut. 10,5%, mindestens aber 500 Euro fordern die Gewerkschaften heute in Potsdam. Denn die Inflation belaste vor allem untere Lohn- und Gehaltsgruppen. In den vergangenen Jahren sei zudem die Arbeitsbelastung so gestiegen, dass Verbesserungen in vielen Bereichen kommen müssten, auch um neue Fachkräfte zu gewinnen. Doch in die erste Runde der Verhandlungen ist die Arbeitgeberseite ohne ein eigenes Angebot gestartet. Die Gewerkschaften sind enttäuscht. Weil die Arbeitgeber die Notwendigkeit, die gestiegenen Preise auszugleichen, nicht anerkennen. Und da haben wir einen absoluten Dissens. In Bezug auf die Belastungssituation sind diese zwar anerkannt worden, aber ohne tatsächliche Antworten durch die Arbeitgeber geblieben. Die Arbeitgeberseite verweist auf die angespannte finanzielle Situation, vor allem der Kommunen, ist aber durchaus bereit, einen gewissen Inflationsausgleich zu zahlen. Ich bin sicher, dass wir am Ende zu einem sehr guten, konstruktiven und einigen Ergebnis im Sinne der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes kommen werden. Denn sie leisten wirklich einen herausragenden Job und sie sind das Rückgrat unseres Staates. Müllwerkerin Seibel aber hofft auf die mindestens 500 Euro monatlich mehr. Sollte die Arbeitgeberseite hart bleiben, ist sie bereit zu streiken. In Nahrungsmitteln wie Keksen, Nudeln oder Pizza darf ab heute laut EU-Verordnung auch Pulver aus Hausgrillen enthalten sein. Das Insekt wurde zuvor auf die Liste der neuartigen Lebensmittel aufgenommen. In der EU sind bereits mehrere Insektenarten als Lebensmittel erlaubt. Die Verwendung in Produkten muss auf der Verpackung aufgelistet werden. Laut Verbraucherzentrale handelt es sich in Deutschland bisher noch um einen Nischenmarkt. Insekten gelten als nahrhaft und als nachhaltige Alternative zu Fleisch. Das deutsche Antikriegsdrama Im Westen nichts Neues ist einer der Top-Favoriten bei der diesjährigen Oscar-Verleihung. Die Filmakademie hat die Streaming-Produktion von Regisseur Edward Berger 9-mal nominiert, unter anderem in den Kategorien Bester Film und Bester internationaler Film. Diese Doppelnominierung gab es erst 8-mal für einen nicht englischsprachigen Film. Die Oscars werden am 12. März in Hollywood verliehen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 25. Januar. Über Südeuropa sorgt ein tief für turbulentes Wetter. Bei uns bleibt es unter der Hochdruckbrücke wesentlich ruhiger. Heute Nacht ist es oft bedeckt oder neblig. Lokal kann es glatt werden durch Schneegriesel oder Nieselregen. Morgen bleibt der Himmel meist grau. Die Sonne kommt an den Alpen, am Westrand des Schwarzwalds und den Niederbayern durch. In Nordfriesland auffrischender Wind und am Abend Regen. Heute Nacht Tiefstwerte von plus 3 bis minus 10 Grad. Morgen in höheren Mittelgebirgstälern minus 2, am Oberrhein 6 Grad.
Am Donnerstag ziehen Schneeregen und Schnee vom Nordwesten bis in die Mitte, schwächen sich aber ab. Am Freitag im Nordwesten teilweise freundlich, sonst viele Wolken und örtlich Schnee. Samstag kommt im Norden neuer Regen auf. In den Tagesthemen um 22.20 Uhr hat Karin Mioska den ukrainischen Botschafter Oleksiy Makeyev zu Gast und spricht mit ihm über die sich abzeichnende Lieferung deutscher Kampfpanzer an sein Land. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.